da. Leute, herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rebel. Ich hoffe, alles ist okay, Ton, dies, das. Und zwar will der ja irgendwas sehen. Besser nicht. Besser nicht, okay. Ich habe mal ein bisschen eingestellt. Weil heute war ja mein Kumpel bei mir. Was mich auch extrem gefreut hat. Der meint, bei mir hört man ein bisschen noch das Hintergrundrauschen. Ich soll vom Mischpult mal leiser machen und in das System ein bisschen lauter machen, damit man das nicht mehr so hört, sondern eher meine Stimme. Und ich hoffe jetzt, dass es in Ordnung so geht. Der Ball hat sich besser, hat seine Wirkung nicht. Warte mal. Merkwürdige Gestalt. Nee, das weiß ich. Zwergwurzelpreis. Ich teste mal. Ah. Da? Nee. Da? Nee. Nein. Okay. Nein. Nein. Dachte ich, wäre blau. Mein. Ja? Das? Auch nicht. Okay, supi. Das klappt. Das klappt so nicht. Das auch nicht? Ja, ist ja gut. Ich. Kein Plakat? Mit der Na. Okay, dann versuche ich alles damit. Ja, ist dasselbe, hätte ich wissen sollen. So. Nein, 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 nein. Zwergwurzel, was sagt der denn? Du willst an mir vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zarow. Ich habe keine. Dann verschwinde. Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher, alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen? Der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Warte mal. Der große Zarow, hellsichtiger, schon wieder Werbung für Zarow. Eine Maus in Uniform, auf einem Pferd mit 6 Beinen. Moment, das ist der... Okay, aber sonst... Das verwirrte Hörnchen steht im Weg. Aber der Papierkram da oben ist eh langweilig. Ah, sonst, Wir werden all dies reinvestieren. Ein Netz mit Nüssen. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Konrad meinte, diese Nüsse seien der Stadtschatz. Anscheinend wächst Geld doch an Bäumen. Okay, aber sonst... Mal Tisch vielleicht jetzt? Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Der wollte ja. Was wollte er? Du bist gekommen, weil der. Wie? Ja. Du willst. Wie? Darauf wie aber du bist. Nee, ich kann es. Du bist keine Grund. Nichts. Komm. Ich glaub. Okay, ich soll wiederkommen, wenn ich irgendwas hab. Einen anderen irgendwie geht gar nichts. Die kann ich auch nicht nehmen. Oh, hier ist laut, finde ich irgendwie. Ich hoffe, ich. Nee, ne? Wie das jetzt? Das sind viele Flaschen. Okay, aber sonst. Kann ich, glaube ich, nichts machen, ne? Ich komme auch nicht da rein. Zwergwurzel. Ich glaube, da komme ich nicht rein. Lassen. Wo Anja wohl ist? Anja. Muss ich Anja finden? Ich will mal was testen und zwar, was ist. Ach so, so kann ich nicht vorbei. Das ist klar. Okay. Ich will mal was testen und zwar. Nee, das ist falsch, oder? Ja. Genau. Einmal hier. Und was ist denn, wenn ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich da schon war oder nicht. Zweimal hier. So. Und jetzt. Warte mal, ich mach. Oder ich weiß nicht, wie laut das bei euch ist, der Ton. Okay, wenn ich jetzt hier gehe, was passiert? Warte mal. Habe ich das schon gemacht? Monolith? Was könnte das denn sein? Warte, mach mal bei mir eben kurz leiser.
wenn ich den Knopf finden würde. Da. So, jetzt nicht mehr so. Blumenköbel. Da ist Erde in diesem Topf, aber keine Pflanze. Ja, weil wir die, glaube ich, schon, ja, gepflanzt haben. Beflügeltes Schad. Mondschein, die hohe Priesterin der Motten. Wahrscheinlich nach ihrer Verpuppung. Übel, warte mal. Nee. Wir kommen hier auch nirgendwo hin. Auch nicht, ne? Das ist auch wahrscheinlich. Komme ich nochmal. Ah. Komme ich also dahinter? Ah, stimmt, ja. Da drin kann ich die Blausaftmaschine der Waldzwerge sehen. Nee, du sollst hier rein. Verschlossen. Als ob man da jetzt nicht mehr reinkommt. Da drin? Warum denn nicht? Damit bin ich fürs Erste fertig. Aber warum komme ich denn da nicht mehr rein? Warte, ich hab... Angeblich habe ich hier... Ah, irgendwo... Warte mal. Nein. Der große Wang und Wuckrum. Weil sonst ist hier nichts, ne? Ein schnell dahingluchsender, kaltkieseliger Feld, Wald und Wiesenbach. Er fließt hier noch viel schneller als drüben in... Gut, okay. Das ist geschlossen. Schild. Da steht ein drauf. Onkel haften für Großeltern und Cousinen. Und andersherum. Okay. Kann ich aber nirgendwo machen. Irgendwas. Betreten der Zwergwurzelfelder strengstens verboten. Will jemand eine Wurzel? Hier ist auch sonst niemand, ne? Hier komme ich auch nicht. Der große Flug sieht's. Nee. Hier, ne? Aber irgendwie ging das nicht. Warte mal. Gleich du. Okay, ich weiß, dass irgendwie... Das geht ja nicht, ne? Okay, dann... Können Sie auch Ihre... Okay. Nee, das war meine, ne? Ach, Mist. Okay, danke. Dunkle, das ja Glück. Wer ist wohl Glück? Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen. Entschuldige, Sunse. Komm her, du saftiges, kleines Ding. Bist eine Schade. Eine Schade. Es hat nicht sollen sein. Okay. Warte mal. Wenn ich das wieder mache. Oh, entschuldige, Sunse. Das ist verbuggt, ne? Genau, der ist... Oh, ey. Aus dir. Dumm. Das Glück. Wer ist Glück? Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Eine Flasche brauche ich nicht zum Glücklichen. Schade. Was ist denn, wenn ich... Ich will keine... Ich will kein... Hä? Was soll ich... Nein. Das... Das riecht nach nasser Erde und Gras. Geil. Platos Briefkasten. Was da wohl drin ist? Ich habe die Wahl. Nasse Füße oder Unwissenheit? Ich bevorzuge trocken und dumm. Okay, aber sonst kann ich auch nichts machen. Sieht doch ganz gemütlich aus.
Sieh doch. Sonst kann ich nichts machen. Nicht her. Da war doch eben. Ja, ach man. Warte mal. Hä? Da passe ich besser. Da passe. Okay. Endlich. Okay. Hä? Zwergwurzel. Muss es irgendwo und dann, glaube ich. Hm? Nichts. Nichts, was wachsen will. Nichts. Okay. Nichts. Hä? Ah, warte mal. Nichts. Hm. Nichts. Auch nicht. Fuchslich. Ich glaube. Hä? Ich glaube. Ich mach, glaube ich, einen kurzen Cut. Der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Lol. Was? Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarov. Aha. Gut, okay. Ich muss eben aufschreiben, wann ich den Cut anfangen muss. Aber ich denke mal... Eieiei, 6 Minuten dafür. Aber immerhin, ich habe auch nicht in der Lösung geguckt diesmal. Ich schreibe mal einfach so circa auf. So, sorry, falls es sein muss. So, klar. Wo soll ich denn? Draußen warten 20 Baum. Du bist umstellt. Mach ich mal das. Klar. Wo soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Squamatags, das läuft ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Wo ist Zarov? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarov sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen. Ich glaube, der ist noch besoffener. Warte mal. Besser nicht. Okay. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarov sehen, wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarov. Juhu. Hm. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich wusste es. Diese Hinterhältigen. Warte, ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Und jetzt? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarov sehen. Ich glaube, ich habe einen Tee. Kann ich jetzt machen? Besser nicht. Ich hab immer noch... Du, wie? Immer noch. Ja, das, da, den
Alle guten sind drei. Noch ein Pfad. Der Kurs für Eichen und Nüsse ist gerade abgestürzt. Noch ein Vertrag, bitte. Aller guten Dinge sind drei. Noch ein Vertrag, bitte. Du hast nichts mehr. Bist leer. Wie meine Flasche. Aber wo ist jetzt Zaroff? Auf der Lichtung. Was glaubst du? Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Das alles hier war für die Katz? Ich... mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann! Scheint, als sei ihm sein Schaumwein zu Kopf gestiegen. Okay, jetzt ist er da dran. Besser nicht. Warte mal, jetzt Juckpulver. Mal sehen, ob das klappt. Das juckt. Das hat Spaß gemacht. Okay, kann ich jetzt raus? Ha? Zwei? Wo ist die Eidechse denn jetzt abgeblieben? Die ist doch hier rausgelaufen. Naja, hier. Kann der mich sehen? Der kann mich sehen. Verflucht! Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Nein. Kannst du das für mich öffnen? Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser? Du guter, guter Junge. Wer muss den ganzen Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners mit dir. Nein, eines Freundes. Mehr erlaubt als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Wird einem ja ganz schwindelig von dem Gerede. Juli, genau, haben wir den zweiten und ich guck mal, wie ich den anderen Ding einfange. Das war's für diese Folge. Nächste fangen wir die andere. Ich hoffe, ich stelle mich diesmal nicht so blöd an. Also, bis dann. Ciao.